Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Wir befinden uns wieder an dieser eingestürzten Brücke, an der wir uns schon zweimal entlang gehangelt haben. Allerdings wollen wir hier nochmal durch den Gang hier schauen, den wir geöffnet haben. Und wollen nochmal zurück über die Brücke. Das hätten wir eigentlich schon vorher erledigen können, das ist mir nur in dem Moment entfallen. Jetzt können wir uns allerdings darum kümmern, denn wir haben hier noch einen Miniboss, den wir erledigen wollen. Und den können wir jetzt auch erledigen. Durch unser neues Dungeon-Item, durch die verbesserten Magma-Klauen können wir uns hier nach unten buddeln, können hier einen Schalter aktivieren, wenn ich dann auch auf die richtige Seite krabble. So, hier rum. Und können so das Gitter an der Oberfläche öffnen, das uns den Weg versperrt. Das wollen wir auch öffnen, denn das eröffnet uns einen weiteren Weg zu einigen Pflanzenblubbels, die wir verwenden können, um den Miniboss hier unten zu erledigen. Und das ist natürlich sehr, sehr wünschenswert. Das heißt, wir rennen erstmal den ganzen Weg nach unten, stellen uns hier auf den Schalter, öffnen das Gitter und schnappen uns gleich eine dieser Pflanzen. So, und nehmen die mit in den Raum mit dem Miniboss. Jetzt warten wir noch mal ganz kurz, bis dieser erscheint. So, ich krieg das Ding wieder voll auf die Hand geschmissen. Und wir können ihn wieder ganz easy erledigen. Dadurch sinkt auch die Lava in diesem Raum. Und wir können uns auf den Weg zu einem weiteren Item machen. Allgemein muss man sagen, dieser Dungeon hat ziemlich viele interessante Items. Nicht nur das Dungeon-Item und das Herzteil, sondern auch einen weiteren Gegenstand, den wir unbedingt haben möchten. Und den bekommen wir aus dieser Kiste. Was könnte nur drinne sein? Auf jeden Fall was super Interessantes, nämlich unsere vierte Flasche. Sehr, sehr nice. Nehmen wir natürlich gerne an uns. Damit haben wir die wichtigsten Gegenstände, außer dem Boss-Schlüssel natürlich, aus diesem Dungeon uns angeeignet. Wir können jetzt hier wieder nach oben klettern. Dadurch, dass der Miniboss verschwunden ist, können wir jetzt natürlich nicht mehr den Stein benutzen, um uns nach oben katapultieren zu lassen. Das heißt, wir müssen den Weg einfach außen rumlaufen. Ist auch insgesamt ein bisschen kürzer, weil wir uns hier nicht an den Ranken entlang hangeln müssen. Und können dort uns nochmal auf den Weg durch den weiteren Dungeon machen. Und das werden wir jetzt auch fix noch erledigen. Wir sind an sich, fast durch, kann man eigentlich nicht sagen, aber wir haben schon den Großteil des Dungeons abgeschlossen, viel liegt immer vor uns. Das heißt, wir sollten relativ bald auf den Boss dieses Dungeons treffen und schauen mal, was er uns so ein bisschen zu bieten hat. Jetzt müssen wir erst nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Denn, wie gesagt, ich habe das mit der Flasche erst im ersten Moment etwas verpennt. Das kam mir dann noch, als wir am Ende der letzten Folge waren, kam mir noch so ein bisschen, dass da noch was war, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Egal, wir befinden uns wieder in dem Raum, in dem wir beziehungsweise im Außenbereich, wo wir die Lava zum Fließen gebracht haben. Und ich schau mal, ob da jetzt noch wieder ein paar Gegner, ja, die hängen gerade hier wieder ab. Da habe ich natürlich keine Lust drauf. So, mit unserem Greifhaken können wir dann das Pflanzenblubbel da oben aktivieren. Die Bockblins da oben lassen wir einfach mal Bockblins sein. Okay. Und mit der aktivierten Lava machen wir uns auf den weiteren Weg zur nächsten Plattform. Und auch schon fast zum Ende des Dungeons. Jetzt können wir uns hier nach oben bewegen. Und haben hier die Vogelstatue, die ich bereits erwähnt habe. Die uns jederzeit zurück zum Wolkenmeer bringen kann. Da kann man speichern, wenn man möchte. Man sollte dort speichern. Denn dadurch haben wir einen weiteren Absprungspunkt uns gesichert, den wir jederzeit nutzen können, falls wir denn wollen. Hier drüben gibt's, ich glaube, erstmal nichts weiter für uns. Aber ich schaue trotzdem nochmal hin. Oder gibt's da noch was für uns? Da kommen wir leider noch nicht durch. Da kommen wir erst später durch. Das heißt, der einzige Weg, der uns offen bleibt, ist entweder da oben hin zur Bosstür. Da kommen wir leider noch nicht durch. Oder hier über diese Brücke. Und da haben wir auch was Interessantes. Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Okay, gut. Schauen wir mal. Und die Kamera zeigt hier kurz nach unten. Wir sehen hier eine Statue mit offenen Augen.
und eine Statue mit geschlossenen Augen. Und wenn wir uns an den Satz des alten Mogmas erinnern, hat er uns gesagt, wir sollen ins Maul der schlafenden Statue springen. Und das werden wir auch einfach mal tun. Ich meine, was kann schon schief gehen, außer dass wir voll in die Lava knallen? Wird schon irgendwie. Wir sehen schon. Hier erscheint eine kleine Plattform für uns. Die erscheint natürlich in der anderen Statue nicht, sondern wir fallen einfach volle Kanne in die Lava, was nicht sonderlich wünschenswert wäre. Außerdem haben wir hier noch eine Wand der Göttin, die wir aktivieren können. Ich überlege gerade, was ich eigentlich zeichnen möchte, denn Rubine brauche ich nicht wirklich, Feen eigentlich auch nicht. Ich könnte ein paar Pfeile gebrauchen. Schauen wir mal, ob ich einen Pfeil gezeichnet kriege. So, und dann so, und depp, depp, depp. Schauen wir mal, ob er das erkennt. Jawohl, Pfeile für uns. Sehr schön. Nehmen wir natürlich alle gerne mit. Und bewegen uns weiter zum nächsten Raum. Da haben wir es wieder mit dunklen Exalfos zu tun. Allerdings diesmal zwei an der Zahl. Ähnlich wie im zweiten Dungeon. Müssen wir das hier jetzt mit Zweien aufnehmen. Und der eine hat mich mit seiner Wirbelattacke voll erwischt. Ach, du stehst mir voll im Weg, Mann. So. Ah, Gott. Die kommen jetzt aber... So, wunderbar. Wunderbar? Wundervoll. So, einen erledigt. Meine Güte. Okay, nein, das war falsch. Du konntest nicht... Nein, das war aus der falschen Richtung. Hier, von rechts zu schlagen. Okay, wundervoll. Prima. Damit haben wir die beide erledigt. Ziemlich fieser Kampf, denn im Gegensatz zum zweiten Dungeon, wo man quasi dafür sorgen kann, dass die sich komplett irgendwo auseinander bewegen, bleiben die beiden immer zusammen. Das heißt, in der Regel ist es wirklich so, dass man immer von dem einen irgendwie eine Wirbelattacke reinbekommt und von dem anderen wieder nicht und bäh. Egal. Klettern wir hier nach oben. Und bewegen uns durch die nächste Tür. Denn da sollten wir so langsam aber sicher an den ominösen Schatz kommen, der sich hier verstecken soll. Und den wollen wir natürlich haben. Ich meine, jetzt haben wir schon ein Rätsel gelöst, sind todesmutig in die Lava gesprungen. Und da will ich auch eine Belohnung für haben. Vorher aktiviere ich allerdings noch diese Wand. Und was machen wir denn da dran? Ich denke, ein paar Feen können nicht schaden, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Das ist echt immer ein bisschen blöde, mit der Remote sowas zu malen. Aber naja, schauen wir mal. Uah. Das ist doch fast ein Triforce. Ah, er hat es aber erkannt. Okay, gut. Dann werden wir die einfach mal einflaschen. Beziehungsweise, das machen wir mit dem Meisterfängernetz. So. Jawohl. Damit haben wir jetzt drei Feen dabei. Das sollte mehr als genug sein. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ich habe eine Fee gefangen. In der Flasche mitgenommen. Ja, ja. Okay. Gut. Wundervoll. Zunächst wollen wir hier diese Treppe nach oben erklimmen. Haben dann noch ein paar Fledermäuse, die uns tierisch auf den Geist gehen, wenn wir sie nicht erledigen. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal unsere Streuschleuder, denn damit haben wir einen größtmöglichen Trefferradius. Und es sah eigentlich so aus, als hätte mindestens eine dieser Dekokerne treffen sollen. Es hat nicht einer getroffen. Ach, komm schon. Okay. Die sind aber auch schrecklich zu treffen. Ich verballer... Oh, komm schon. Wie konntest du da ausweichen? Ich verballere jetzt hier echt fast die ganze Munition. Man muss auch dazu sagen, dass man die Schleuder echt nicht mal großartig braucht. Von daher, ne. Bis auf eine Stelle. Aber, ja. Ah, okay. So, erwischt und... Ah! Jawohl. Okay, gut. Damit haben wir jetzt hier... Können wir uns jetzt hier in Ruhe an den Ranken entlang hangeln. Und das wollen wir auch tun, um uns hier hoch zu hangeln. Und da drüben in diese kleine Öffnung uns rüber zu hangeln. Denn dort befindet sich eine weitere Kiste für uns. Mit einem zufälligen Material mal wieder. Für uns diesmal ein Monsterhorn. Ja, wie gesagt. Schön zu wissen, dass es da was gibt. Wirklich notwendig ist es leider nicht. Deshalb hangeln wir uns wieder zurück. Das reicht sogar von der Reichweite her. Das ist sehr schön. Und ich habe da oben schon wieder ein paar Fledermäuse gesehen.
Okay, die nerven mich hier noch nicht. Das heißt, wir springen hier einfach rüber. Dann nehmen wir ein Stückchen weiter nach oben. Springen da nochmal rüber. Da nochmal rüber. Jetzt kommen sie. Na hopp. Ich krieg sie von hier nicht anvisiert. Ah, wundervoll. Alle erwischt. Jetzt können wir weiter. Ich bin hier wirklich ein bisschen vorsichtig, denn ich habe keine Lust, dass die mich wieder ganz nach unten feuern. Und so wieder den ganzen Weg nach oben klettern zu müssen. Hier haben wir endlich den ominösen Schatz, der auf uns wartet. Allerdings müssen wir auch da erstmal wieder ein Rätsel lösen, bevor wir an diesen Schatz rankommen. Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend, leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Ja, okay. Ist an sich ganz easy, dieses Rätsel. Wir haben hier verschiedene Statuen. Mit 0 Flügeln, mit einem Flügel, mit 2, mit 3 Flügeln und mit 4 Flügeln. Und um diese zu aktivieren, wollen wir uns in den Untergrund buddeln und wollen die alle aktivieren. Das ist Nummer 1, der mit 0 Flügeln. Dann haben wir hier den zweiten mit einem Flügel. Ja, okay. Dann wollen wir hier nach unten krabbeln und die Bombe hier rüber katapultieren, damit wir an den Schalter Nummer 3 kommen. Und wir sehen hier schon einen Moldorm, der hier aber ein bisschen eingesperrt ist. So, das war das hier. Dann aktivieren wir den Schalter. Und zuletzt den Schalter mit den 4 Flügeln. Und dann haben wir auch dieses Rätsel bereits gelöst. Und der Weg zum Schatz steht uns frei. Allerdings bleibt es natürlich nicht ganz so einfach, denn der weitere Weg wird uns ein bisschen abgesperrt. Und der Weg zum Moldorm steht leider gerade mal offen. Das heißt, den müssen wir erledigen. Ansonsten geht es nicht weiter. Und das werden wir auch sogleich tun. Jetzt ein bisschen. Okay. Wo krabbelst du lang? Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Krabbel weiter. Komm, komm. Pams. Okay, hier kann man nicht erwischen. Schauen wir mal. Ah, ungünstig. Okay. Ah, das war blöde. So. Gut. Jawohl. Und zack. Wundervoll. Damit haben wir den auch erledigt. Und wir können uns wieder auf den Weg zurückmachen. Das werden wir natürlich auch so gleich tun. So. Und da können wir jetzt ganz entspannt wieder rausgraben. Ha, sehr schön. Gut. Dann machen wir uns jetzt endlich auf zu unserem wohlverdienten Schatz. Und da das eine weiße Kiste ist, werdet ihr nie erraten, was hier sich drinnen befinden könnte. Es wird niemals... Oh mein Gott, es ist der Bossschlüssel, der Mysterienkristall, den wir verwenden können, um die Boss-Tür zu öffnen. Jetzt wollen wir uns hier die Treppen nach oben bewegen und die Tür hier öffnen. Denn damit kommen wir jetzt zu dem verschlossenen Bereich, zu dem ich vorhin schon ganz heldenhaft hingerannt bin, weil ich was verwechselt habe. Wir können nochmal hier ein paar Herzen auffüllen. Ich glaube, da drüben waren Pfeile oder waren das auch Herzen? Nee, da war eine Fee. Okay, die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Die haben wir schon an der Wand zur Genüge aufgefüllt. Wir öffnen das Tor und kommen so zurück zur Boss-Tür. An den Gesellen rennen wir einfach mal schnell vorbei. So, dann haben wir schnell einen Bogen ausgepackt, um die Bugblins hier zu erledigen. Hier können wir Herzen auffüllen, wenn wir es denn, wirklich brauchen. Und ich schaue mal, ob da drüben noch was Interessantes war. Ich glaube es aber fast nicht. Nee, da war nichts weiter Interessantes. Das heißt, der einzige Weg, der uns jetzt noch bleibt, ist der Weg zum Boss. Allerdings würde ich sagen, gehen wir den in der nächsten Folge an. Da schauen wir dann mal, wem wir hier als nächstes voll auf die Rübe geben dürfen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, das war es jetzt mal von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.